Essen liefern perfekt, trotz Plastikverbot am 3. Juli. Das hat die Bundesregierung beschlossen, aber was bedeutet das für Caterer, was bedeutet das für Menü-Liefer-Service-Firmen? Wie kann die Digitalisierung dabei helfen? Darüber sprechen wir am 18. Juni um 11 Uhr im DDNet Experten-Talk mit Daniela Grimm, Produktionsleiterin bei Dinamax. Ja, Frau Grimm, warum sollte das Publikum aus Ihrer Sicht unbedingt dabei sein? Was erfahren die Zuschauer? Ja, die Firma Dinamax hat schon sehr, sehr viele Jahre Erfahrung in dem Bereich Mehrweg. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen, der jetzt Schwierigkeiten sieht, von Einweg auf Mehrweg umzusteigen. Aber so schwierig ist es gar nicht. Und das würde ich gerne erklären und zeigen, wie einfach es auch eigentlich wäre. Martin Kraul ist auch zugeschaltet und auch der wird am Experten-Talk dabei sein, Growth Hacker und Vertriebsleiter bei DDNet. Martin, wir reden auch darüber, wie Digitalisierung Menülieferfirmen helfen kann. Was ist denn die größte Herausforderung aus deiner Sicht für die Branche? Ja, also es gibt einige Herausforderungen, die wir sind seit 3 Jahren ungefähr in der Branche unterwegs als Digitalisierer für Essens- oder Mittag-Logistiker. Und ich freue mich, dass wir unseren Partner, die Firma Dinamax, gewinnen konnten zu dem Thema Nachhaltigkeit, also Mehrweg. Transportmöglichkeiten, einfach mal ihre Sicht der Dinge darzustellen. Das sind zum Beispiel Herausforderungen, die wir erleben in dem Markt. Wie kommt das Essen in der richtigen Qualität beim Konsumenten an? Und da hat Dinamax ganz spannende Informationen für uns. Ich freue mich drauf und vor allen Dingen, weil natürlich die Gesetzesänderung vor uns steht. Und ich denke, das ist etwas, das kann keiner ignorieren. 18. Juni, 11 Uhr, live auf der Facebook-Unternehmensseite von DDNet. Und auch bei Corus Digital Marketing Services, anschließend dann auch nochmal bei LinkedIn und bei YouTube kann man es auch nochmal ansehen. Sind alle eingeladen zum Mitdiskutieren, Fragen stellen. Wir freuen uns aufs Publikum und wir freuen uns auf Sie und wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Vielen Dank.